Warum sage ich die Sichtdachstuhlveränderung? Das, was wir jetzt tun dürfen, das ist der zweite Schritt, ist, dass wir in den Bereich der Berechnung vom Normaldachstuhl gehen und dort die Veränderung vornehmen, dass alle Berechnungen vom Normaldachstuhl entsprechend außer der Innenbekleidung eben auch dann funktionieren, wenn der Dachstuhl auf Sichtdachstuhl eingestellt ist. Das heißt also E81 gleich 2 ist. Das heißt, ich mache eins, ich gehe einfach mal auf den Normaldachstuhl, gehe jetzt mit Doppelklick einfach mal in die Dachkonstruktion, in die Gruppe Dachschalung rein und mache eins, ich gehe auch hier wieder strukturiert in der Dachkonstruktion von oben nach unten. Das heißt, ich fange erstmal hier im Bereich Allgemein und Zuschläge an. Jetzt haben wir entsprechend hier Berechnungen. Wir sehen, diese ganzen Dachelemente laufen mit E81 gleich 10. Das heißt also, hier ist auch bei diesen Dachflächen-Eckenberechnungen und bei der Definition, wie groß die Dachelemente sind, Normal- und Sichtdachstuhl immer schon zusammen behandelt worden. Das heißt also, wir haben hier dann wieder Berechnungen drin, die heißen E81 kleiner 3. Das heißt, hier war der Sichtdachstuhl schon immer mit Bestandteil. Wenn wir uns jetzt die Dachschalungen anschauen, sehen wir, hier haben wir eine Prüfung E81 ist ungleich 2 und ungleich 3. Ich mache einfach mal eins, ich nehme diesen Term, markiere mir das, sage Steuerung C, sage Formel suchen und gehe entsprechend rein, sage Steuerung V und sage, gib mir bitte doch mal die Positionen aus, die dort entsprechend bisher auf nicht Sichtdachstuhl und nicht Garagendachstuhl geprüft haben und dann sehen wir, das sind eben im Bereich der Dachkonstruktion die First-, Fuß- und Mittelfetten in den unterschiedlichen Ausführungen und genau bei denen ist es ja so, dass wir sagen, die sollen zukünftig auch beim Sichtdachstuhl berechnet werden. Die Dachschalung, die wir hier haben, sowohl für die Überstandsbereiche als auch die über dem Haus, sollen eben zukünftig auch beim Sichtdachstuhl berechnet werden. Und wenn wir uns das beim Hinweistext angucken, ein Normaldachstuhl ohne Dachschalung ist etwas, wo ich sage, Normaldachstuhl ohne Dampfbremse. Ich würde auch diese Berechnungen eben jetzt mit anpassen wollen, da der Normaldachstuhl ja eben ebenfalls unterm Sichtdachstuhl gerechnet wird. Ich mache einfach eins. Ich habe oben erstmal alle Gewerkegruppenkombinationen markiert, mache dann in der Positionsliste über Mehrfachmarkierung 1. Ich markiere ebenfalls alle Positionen, kann nochmal hochscrollen, um zu sehen, dass es funktioniert hat und sage, suche nach E81 und gleich 2 und E81 und gleich 3 und ersetze mir das Ganze nur durch E81 und gleich 3. Ich sage ersetzen, er sagt, er hat das jetzt in 22 Berechnungen gemacht und damit haben wir hier diese Positionen für die Berechnung des Sichtdachstuhls ebenfalls angepasst. Das heißt also, diese werden jetzt ebenfalls mit berechnet. Bei den Gesimskasten schaue ich nochmal rein. Hier haben wir die Berechnung ebenfalls mit E81 und gleich 3. Das heißt, auch hier haben wir die Geschichten für die einzelnen Berechnungen stehen. Binderdachstuhl hat in dem Falle mit dem Sichtdachstuhl nichts zu tun. Garagendachstuhl, Gauben, das ist nichts, wo ich nachgucken muss. Nagelbrettbinder auch nicht. Beim Normaldachstuhl wird es schon wieder interessant. Und hier sehen wir, dass wir jetzt Berechnungen haben, die prüfen auf E81 ist gleich 1. Das heißt also hier bei entsprechenden Abbundberechnungen und so weiter und so fort sind eben diese Prüfungen in der Variante E81 ist 1 vorhanden und bei den Fetten, das haben wir vorher schon gesehen, ebenfalls Varianten, die eben nicht E81 ist 1, sondern E81 ungleich 3 prüfen. Ich mache jetzt eins, ich nehme mir eine dieser Prüfungen mit E81 ist gleich 1 hier einmal raus, sage Steuerung C, sage Formel suchen, kopiere mir das Ganze jetzt entsprechend rein. Achtung, ich mache gleich aufmerksam E81, das heißt also die Eigenschaft 81, die wird auch in anderen Elementen verwendet. Das heißt, wenn ich jetzt auf Suchen gehe, kriege ich auch bestimmte Geschichten bei Treppen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn Sie über diese Suchvariante gehen und so etwas sehen, lassen Sie sich bitte nicht verwundern oder lassen Sie sich nicht verwirren. Sie haben vorne immer ganz bewusst eben die Ausführungen stehen und dann können Sie entsprechend sich die Varianten einzeln angucken und könnten rein theoretisch, wenn Sie nicht sicher sind, sagen, Bereich Planung, Bauleitung, Holzbau im Keller, Kellerfundamentierung, Unterzüge und das einfach kurz durchklicken, um festzustellen, sind da irgendwelche Varianten, die
jetzt hier damit zu tun haben könnten und Verkleidung des einzügigen Kamins. Wir sehen, nein, es ist wirklich nur der Kamin, ne, irgendwelche Treppenbelege, wo auch mit der Eigenschaft 81 gearbeitet wird oder irgendwelche Träger sind es nicht. Kamineinfassung, einzügiger Kamin sehen wir. Das hat dann auch nichts mit uns, mit der Veränderung zu tun. Bei Metallbau haben wir wieder entsprechende Geländer. Und wir sehen, wenn wir auf den Nagelbrettbinder gehen, hier kommen plötzlich ganz viele Binderdächer. Und wenn wir hier drauf gehen, und das ist der Grund, warum ich das einmal so gemacht habe, dann sehen wir, E81 ist gleich 1. Dieser Term steckt eben auch in der Prüfung E81 ist gleich 100 drin. Das heißt also, das einfach nur mal ganz kurz als Beispiel dafür. Das Wichtige, wenn Sie mit Suchen und Ersetzen arbeiten, ist, dass diese Terme eindeutig sind. Und wir haben hier halt als erstes einen Term, da steht halt E81 ist gleich 1 und E3 ist ungleich 1. Dieser Term ist zwar etwas länger und er weicht auch von anderen, die entsprechend hier verwendet werden, ab. Wenn ich auf die Grad und Kill sparen gehe, ne, dann habe ich es hier gerade mal identisch. Ich habe aber sicherlich auch noch andere E81-Varianten. Das heißt, es macht trotzdem Sinn, einen längeren Term für die Formelsuche zu nehmen und dann lieber zweimal über Suchen und Ersetzen zu gehen, einfach um hier sicher zu gehen. Also, wir sehen jetzt haben wir bloß noch Dachvarianten. Es gibt Textprüfungen, die sagen, Hauptdach ist ein Normaldachstuhl, möchten wir jetzt nicht anpassen. Der Normaldachstuhl ist zwar unter dem Sichtdachstuhl in dieser Konstruktion, aber wir wollen natürlich, dass dann im Angebot auch steht Sichtdachstuhl. Dann haben wir eine Ortgangleiste für einen Normaldachstuhl liefern. Die würden wir jetzt auch berechnen wollen, wenn wir entsprechend einen Sichtdachstuhl haben, da ja der Normaldachstuhl entsprechend unten drunter ist. Dann haben wir hier eine ganze Menge an Positionen, unter anderem eben auch diese 10 Quadratmeter Zulage, die wir ja beim Sichtdachstuhl rausgeschmissen haben und so weiter und so fort. Das heißt also, ich mache jetzt eins, ich markiere einfach beide Gruppen, markiere die erste Position, scrolle nach unten, mit Shift und Klick markiere ich alle Positionen, sage Steuerung V, bei Suchen nach, sage Steuerung V, bei Ersetzen durch. Und das, was ich jetzt verändern darf, und Achtung, immer dann, wenn ich und oder miteinander kombiniere oder überall oder einfüge, darf ich an das Thema Klammern denken. Das ist Mathematik-Grundkurs und wir erwähnen es trotzdem nochmal. Ich sage also E81 ist gleich 1 OR, das englische oder, E81 ist gleich 2, dann mache ich die Klammer zu, dahinter bleibt stehen, End E3 ist ungleich 1, nochmal als Reminder, es handelt sich nicht um ein Glasdach und jetzt sage ich entsprechend ersetzen und er hat mir meine 18 Formeln entsprechend angepasst. Das heißt also, dieser Term E81 ist 1 und ungleich 3, den haben wir jetzt ungleich 2, End E3 ungleich 1 haben wir jetzt entsprechend in den Berechnungen hier, beziehungsweise zumindest in 18 Formeln entsprechend angepasst. Das heißt also, diese Berechnungsanpassung ist schon einmal erfolgt. Die Fürstfetten haben wir auch schon, oder die ganzen Fettenberechnungen haben wir schon entsprechend angepasst. Und ich mache jetzt eins, ich schaue mir hier die Berechnung nochmal an und sehe, das ist das, was ich gesagt habe. Es gibt halt nochmal einen anderen Terminus, wo eben hier Abpunkte und Montage der Fetten eine andere Prüfung entsprechend hinterlegt ist. Hier mache ich 1, ich sage, ich nehme einfach die E81 gleich 1 mit dem Strich, gehe auch nochmal auf das Suchen und schaue, wo in welchen Formeln die Schreibweise eben so ist. Sage Suchen, jetzt sehe ich, ich habe hier natürlich viele Treffer, auch in Bereichen, die jetzt eben nicht im Bereich Dach sind, sehe aber hier bei meinen ganzen Dachdämmungen, dass ich eben hier eine ganze Menge an Positionen kriege, sehe aber, okay, da ist jetzt eben dieses E81 ist gleich 1 in der Kombination mit E81 ist gleich 10 drin. Das heißt also, hier würden wir uns mit der Dachdämmung nochmal separat beschäftigen. Das heißt, ich bleibe erstmal nur in meinem Normaldachstuhl-Bereich. Dort sehe ich, ich habe eben bei meinen Sparenberechnungen hier jetzt mit dem, was ich gesucht habe, auch alles das geliefert bekommen, was ich schon angepasst habe. Das heißt also, hier würde ich mich dann spontan dazu entscheiden, dass ich das nicht nehme, sondern eben mir dann wirklich das E81 und dieses E6 ungleich 1 hernehme. Ich entsprechend sage suchen und ich sehe, okay, das ist so und so die einzige Position. Und dann mache ich eben hier 1, ich sage E81 ist gleich 1 und ich sage ersetze, auch hier nehme ich die Klammer E81 ist 1, Unterstrich, Ohr, Unterstrich, E81 ist gleich 2, Klammer zu,
So, und dann sage ich ersetzen, dann habe ich das entsprechend in dieser einen Formel auch angepasst. Ich sage schließen. Gucke mir die entsprechenden Formeln unten nochmal an, die Auswechslung für die Dachflächenfenster. Auch hier habe ich eine entsprechende E81 gleich 1 Prüfung stehen. In dem Falle darf ich auch hier noch eine entsprechende Anpassung vornehmen. Das ist etwas, ich gehe einfach auch hier wieder direkt auf Formel ersetzen und sage, ich mache es einfach hier, indem ich sage E81 ist gleich 1. Das muss ich natürlich hier oben der Vollständigkeit auch hinschreiben. Unterstrich O, Unterstrich E81 ist gleich 2, Klammer zu. Und damit kann ich das auch in diese einzelne Position hier an der Stelle einfach einfügen.